Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ja, heute ist schon wieder Montag. Ich starte jetzt hier direkt mal die Woche, weil letzte Woche, wie gesagt, war ein bisschen Vlogging faul. Ich sitze jetzt hier gerade noch bei meiner Morgenroutine, habe jetzt hier gerade mein hydrogenes Wasser, was lädt. Heute steht auf jeden Fall Zahnarzttermin an, also Zahnreinigung. Ich hoffe, das geht schnell und ist schmerzfrei. Also normalerweise ist es das ja, was ich für alles, was mit Zähne zu tun hat, finde ich ein bisschen unangenehm. Dann auf jeden Fall steht heute Geschäftspräsentation an. Der Dommer hält heute Geschäftspräsentation und wir haben heute Team-Meeting und führen quasi bei uns im Team eine neue App ein, an der ich quasi das komplette Wochenende gearbeitet habe. Und ja, also einfach ein Working-Tool, wo das Ganze wirklich total easy macht. Ich bin total geflasht und hochbegeistert. Das werde ich jetzt heute ans Team weitergeben. Und ja, was steht noch die Woche an? Also auf jeden Fall hat Dommers Schwester die Woche Geburtstag. Da geht es dann wieder ans Tortebacken auf jeden Fall. Ich habe mir auch was Lustiges überlegt. Da werde ich euch auch auf jeden Fall mitnehmen, was ich ihr für eine Torte machen könnte. Ja, also die macht so eine Art Brunch. Und ja, meine Aufgabe ist auf jeden Fall die Torte und Hackbällchenspieße. Genau, aber das ist erst Ende der Woche am Sonntag. Geburtstag hat sie allerdings am Donnerstag. Und ja, was steht noch die Woche an? Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Müsste jetzt mal in den Kalender gucken, aber das ist jetzt mal grob so das, was ich weiß. Und so, mein Water ist jetzt ready und das heißt, ich kann weitermachen. Dann bis später mal. So, Harrison. Ja, das ist schon seine zweite Runde heute früh. Irgendwie wollte er gerade eben auch nicht essen. Sein Magen hat ein bisschen rumort. Dann haben wir gedacht, komm. Essen beiseite, da laufen wir noch mal raus und gucken, ja, was so los ist. Und ja, was soll ich sagen? 10 von 10. Geschildert hat er schon. Aber lassen wir noch ein bisschen laufen. Weil jetzt hat er auf jeden Fall schon wieder den Eindruck, als wäre er wesentlich fitter. Naja. Wie der Dom auf meine Themenbestellung reagiert. Was hast du denn für ein Krempel wieder bestellt? Wie lange hast du jetzt gewartet? 3 Wochen auf diese Bestellung? Wenn es die ist, ja. Schon wieder so ein Teppich. Das ist total cool. Mach mal ein bisschen Licht an für das Publikum. Guck mal, wie süß. Wie süß. Das ist alles China-Schrott, ne? Da gibt es ja diesen Alexi Bex hier auf YouTube, der sich regelmäßig China-Schrott bestellt, ne, um das zu testen. Machen wir das jetzt auch? Ist das zum Aufhängen? Mhm. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das ist zum Krallenschneiden. Also man hängt ihn quasi hier durch, die Beine kommen hier durch, ja. Dann wird er hochgehangen. Und er haut schon ab, falls ob er es wüsst. Aber da fehlt da nicht noch Zubehör, weil das war jetzt hier nur diese 2 Schlaufen. Hä, wo willst du das hinhängen? An die Stange, so eine Kleiderstange. Ah, die bricht doch, der wiegt bald 13, 14 Kilo. Der wiegt 14 Kilo, der hat voll abgenommen. Was ist denn das für Tweezers hier? Ein Kamm für seine Tränen wegzukämmen. Ein Kamm für die Tränen wegzukämmen. So, ich mach's die ganze Zeit mit dem Handtuch, das hat nicht funktioniert, oder was? Meinst du, mit so einem spitzen Gegenstand lässt er sich die Augen, die Tränen wegmachen? Ja. Und sowas bekommst du vorgeschlagen auf Temu? Ich meine, das muss ja irgendwo oder das hast du ja nicht aktiv gesucht, sowas, oder? Ja. Das waren die Ständer. Mhm, ein Ständer. Ist das jetzt deiner oder ist es meiner? Das ist deiner. Wieso? So, so. Guck mal, in so einer schönen Frischhaltefolie eingeschlagen. Ich will nicht wissen, wie viele Sweatshops es deswegen gibt, wo Leute das herstellen. Weil das Ding ist ja, als die Jenny mir das sagte, dass es so einen Ständer bestellt hat, habe ich gedacht, okay, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Damit der Mac das Display ein bisschen höher ist und so, kannst du besser schaffen, guckst du immer nach unten, ne? Aber sie hat nicht bedacht, dass ich 2 Displays habe. Du musst mir ja noch eins bestellen.
stabil. Stabil. Das ist jetzt noch ein Ständer, oder was? Mhm. Ah, für dich hast du ein bisschen Premium bestellt, ne? Nicht nur so Plexiglas. Du kannst auch den haben. Nein, mir ist das doch egal. Für dich macht das viel mehr Sinn, bei der ganzen Unordnung, die du auf dem Schreibtisch hast. Ach du nicht, mit deinem ganzen Elektroschrott. Jo. Ich bin aufgerahmt. Jo, guck mal dein Kabelsalat an, der ist total aufgerahmt. Kennst du so ganz alte Schminktische oder Schminkschubladen oder so Schminkkoffer? Was ist das für ein Material? Soll das Metall sein? Ist das Hartplastik? Naja, ich denke mal, das wird sich dann super auf deinem Schreibtisch integrieren. Ich glaube auf deinem. Ich nehme dann doch lieber das. Wieso soll ich denn jetzt hier nehmen? Das gefällt mir doch. Das ist nicht so schön. Du hast schon Bilder gesehen. Das sah das gut aus. Du weißt doch, dass die Retour, die sagen zwar kostenlos hin und her schicken, aber du weißt doch, dass die Retour nicht einfach so... Ich habe gesagt, das ist für dich, ich habe nicht gesagt, das ist Retour. Ja, aber ich will es doch nicht. Du brauchst es aber. Soll ich jetzt beide nehmen? Und du bestellst ja komplett was Neues, was Besseres, was eh voll geil ist, wo du dann 20 Schubladen hast mit USB und Induktionsladefläche. Nö. Das war's. Darauf haben wir jetzt 3 Wochen gewartet. Temo. Und eben war ich schnell einkaufen. Oben Ali hatten sie den im Angebot, den Handstaubsauger, weil wir hatten ja das, oder nicht wir hatten, wir haben das haarige Problem ab und zu im Badezimmer. Und da einen Staubsauger jedes Mal schnell anschließen. Unnötig. Jetzt haben wir hier. Gucken, wie der ist. Aber er soll ganz tauglich sein eigentlich. So, ich war gerade in Lou bei der Zahnreinigung. Und jetzt sind wir hier vorm Ikea. Dama geht jetzt rein und kauft noch so einen Rollcontainer fürs Büro. Da braucht man noch einen. Und erfreulich ist der im Preis sogar wieder runtergegangen. Man glaubt es kaum, dass sowas auch gibt. Also ich glaube, der war... Wenn mich jetzt alles täuscht, hochgegangen auf 150 Euro und jetzt ist er wieder runter auf 129,95. Ist auch mal erfreulich, dass mal was zurückgegangen ist vom Preis her. Ja, ich brauche den. Ich muss mein Gerümpel outsourcen vom Schreibtisch. Und genau, den kaufen wir jetzt. Und dann gehen wir aber auch noch, ich muss noch für die Torte, die ich mache, für Thomas' Schwester, muss ich noch was besorgen. Das zeige ich euch dann. Und wie gesagt, ja, ich war zur Zahnreinigung. Also ich habe quasi 3-mal im Jahr Zahnreinigung bezahlt aufgrund meiner Parodontosebehandlung. Das ist ganz nett, dass es bezahlt wird, aber ja, 3-mal im Jahr Zahnreinigung. Ich mag halt Zahnarzt nicht so gern, aber ich meine, alles gut, es tut ja nicht weh. Von daher, alles schick. So, da hat mich die Jenny wieder gelinkt. Sie war schon beim Zahnarzt. Hat sie gesagt, ah ja, komm, fahren wir nochmal in die Ikea. Noch so eine scheiß Kommode holen hier. Gesagt, getan, da müssen wir jetzt noch in der Ruhe von Kinderland. Scheiße, ey. So, hab jetzt gedacht, ich lasse Harris ein bisschen hier rumschnüffeln und laufen, während er mal im Ikea ist. Ich denke, es wird ganz schnell gehen. Der hat sich schon angeguckt, wo der Schrank steht in der SB-Halle. Vielleicht geht er sogar durch die Kassen durch, verbotenerweise, und kauft den schnell. Was ein Käse, da wirst du noch kontrolliert, hast nur einen Scheißartikel. Meine Güte, ja. Überall nur Kriminalarzt, Kriminalarzt. Vater, Bad Boy steht jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch aufbaue. Nee, wahrscheinlich eher nicht, weil jetzt gehen wir gleich in den Podcast. 20 Uhr. 20 Uhr. Also da bin ich außer Atem. Geschäftspräsentation. Genau, die Geschäftspräsentation. Dann haben wir noch Teammeeting. Und dann
ist der Tag eigentlich auch schon gelaufen, ne? Aber schwer ist es ja nicht, das Zeug aufzubauen, wa? Weil hier haben wir ja schon 3 Stück. Und jo. Oh. Wie Jenny klingelt. Zack, 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 zack. Wieder mich attackiert. Ja, ja. Du Drecksack. So, im Meister Eder sind wir jetzt zurück. Jawohl. Und der Kollege wird heute aufgebaut. Definitiv noch. Ja. Fehlt auf jeden Fall noch eine Kiste. Natürlich hier wieder unser Körperreinigungsprogramm. Die X4 natürlich. Haben wir hier eine Liquid Soap, aber ich habe mehr von der Seife bestellt. Nochmal unser Körperreinigungspaket. Dann haben wir hier unseren Energy Drink. Der war nämlich nach Wien auch rar. Und ja, das ist jetzt erstmal das, was gekommen ist. Aber wie gesagt, da fehlt noch ziemlich viel, stelle ich gerade fest. Also ich glaube, 1 bis 2 Kisten fehlen auf jeden Fall noch zur Bestellung. Aber immerhin, schon mal etwas gekommen, kann man schon mal ausliefern. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Großvater, hol den ab zu einem zum Mittagessen. Aber noch ein bisschen Grünschnitt wegfahren auf dem Wertstoffhof. Ja, kurz hier ein bisschen wischen. Genau, Grünschnitt, es wurden Bäume geschnitten. Ich habe noch ein paar Kartons hinten aufgeladen. Große Kartons, die ich nicht hier in dem Papiermüll unterbringen will, weil zu viel Volumen. Und ja. Ja, zack, ist das Auto voll. Das ist der berühmte Tortellini-Auflauf, den wir das erste Mal gemacht haben. Der berühmte. Ja, das ist hier der Eisbergsalat für Schnelle. Der ist oder der schnelle Eisbergsalat, so rum. Ansonsten heißt Juden. So, den alten Gelbbeutel ist jetzt auch. Bis jetzt, ciao. Wieder alles. Ja, das sieht aus. So, jetzt schnell in den Globus. In der Wäscherei. Was für eine Opa abholen. Aber wie es oft so ist, ne? Da bist du einmal auf dem Hof. Wäscherhof, blieb was weg. An der Kirche, das fortfahren, ja. Aber so ist es halt, ne? Und wie immer die Hosen. Ja, was soll ich sagen? Neuer Rasenmäher. Projekt für diese Woche. Harrison. Ja, sieht man das bisschen? Ja, hier neuen Rasenmäher, weil der alte wurde weggeschmissen aus Versehen. Nicht von uns, sondern aus den, ja, von den Mietern, die ausgezogen sind. Haben wir uns jetzt dieses Gerät hier gezogen. Der muss noch, ja, zusammengebaut werden, denke ich. Und dann muss ich um den Garten gekümmert werden. Ich muss erst die Umrandungen machen vom ganzen Garten. Also da gehe ich schon mit dem Trimmer dran. Und dann muss ich schon das erste Mal, glaube ich, mit dem Rasenmäher drüber. Ja. Aber zunächst hier weiter im Büro und weiterhin schneiden. Weil den Kollege, den will ich auch noch aufbauen. Ja. Ja, da ist das Brown and Gold, Espresso Nachschub. Chef Itzer hat geurteilt. Und mit dem Kleinen geht's jetzt zum Doc. Jahrescheck-up, Krallen schneiden, weil wir es irgendwie nicht hinbekommen. Obwohl, weil die Jenny ja dieses Teil hier bestellt hat, zum Aufhängen, also kann man hier so durchschluppen, dann kann man den aufhängen zum Schneiden. Haben wir uns aber gedacht, wenn wir eh schon zum Doc müssen für den Jahrescheck-up, und weil er eh komische Verdauungsprobleme hatte die letzte Zeit, dann lassen wir es doch dort machen. Aber normalerweise ist es gelb und weißer Raum eher. Oder komplett durchsichtig. Ja. Good morning, meine Freunde. Was darf nichts fehlen? Natürlich muss ein bisschen gebugelt werden. Naja, ich habe es ein bisschen auflaufen lassen. Jetzt muss der Stapel hier weggebügelt werden. Jawohl, jawohl.
Da hat die Chefin lecker gekocht. Lasagne. Jude Lasagne hier. Juden. So, jetzt habe ich das, glaube ich, irgendwie in der Reihenfolge verkackt. Aber auf alle Fälle, da ist der Rollcontainer. Toll, ganz toll. Das Ganze gesellt sich jetzt quasi hier dazu. Ein bisschen aufschieben, ein bisschen rüberschieben und dann ist gut. Ich hocke mich jetzt hier an den Rechner, weil ich mache mich an den Vlog, sage ich. Hoppala. Der Podcast, genau. Hallo? Warum nimmt er meinen Fingerabdruck nicht? So, zweiter Teil der Bestellung ist angekommen. Ich packe jetzt mal aus. Die Bestellung. Einmal hier Honig, L-Arginin, ganz wichtig, hier ein paar Sachen für die Haut. Das Zahngel ist grandios. Dann hier First Spray, Body Lotion, hier ein paar Supplements. Und zwei Test-Touch, das sind unsere Basisprodukte drin. Ums, da ist jetzt das Multi-Macker gefallen. Ja, das sind unsere Basisprodukte drin. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Also das ist quasi so die Kiste, um mal ja, zu starten mit allem, was man so im Haushalt bzw. im Bad braucht. Mal mit euch in die Kiste rein. Wie gesagt, die Kiste beinhaltet alle Basisprodukte, die man so für den Haushalt braucht. Also hier hat man so eine Übersicht. Hier ein Kalender, ein Katalog. Das ist einmal der Sprühaufsatz von dem First Spray. First Spray ist gut als Leave-In-Kur, Mundspülung, für auf die Haut aufzusprayen, als Erste-Hilfe-Spray, wie es hier steht, als Feuchtigkeitsspray, also gerade wenn man sonnenbadet, ist es mega gut für den Hund. Also ein Harrison sprühen wir damit ein und generell als Feuchtigkeitsspray nach dem Duschen auftragen, ne, wenn man trockene Haut hat, gigantisch. Dann hier Spülung. Conditioner natürlich auf Basis von Aloe Vera und mit auswaschbaren Silikonen, ganz wichtig. Dann haben wir hier die Liquid Soap, die ist auch der Hammer, pH-neutral, antiviruell, antibakteriell. Benutzen wir zum Duschen für den ganzen Körper, aber auch für den Harrison, also für den Hund, auch mega geeignet. Super gut bei Neurodermitis, Schuppenflechte und bei Babys auch sehr, sehr gut und verträglich. Die Cooling Lotion, die ist gut bei Verspannungen. Durch das Menthol und das Eukalyptus kühlt die nämlich richtig, also auch so bei Muskelschmerzen, ne? Und da ist auch MSM enthalten, also wirkliche Propolis-Creme, sehr gut bei trockener Haut, bei Mischhaut fürs Gesicht, ne? Wenn man so ein bisschen Pickel, Akne hat, aber zum Händewaschen auch gigantisch, weil die ist frei von Wasser und somit hält die 5 Handwäschen aus. Und wenn man rausgeht im Winter, gefriert quasi, also normalerweise, wenn man Handcreme benutzt, die Wasser enthält, geht man raus und dann gefriert das Wasser auf der Hand und man muss ständig wieder cremen. Die hier hat kein Wasser, also kann nichts gefrieren und ist nochmal mit natürlichem Antibiotika und auch sehr, sehr gut bei den Hunden für die Pfoten, ne? Weil die durch die, sag ich mal, durch das heiße Asphalt im Sommer oder durch das Streusalz im Winter schädigt das die Pfoten und hier den Hund mit eincremen, also wirklich gigantisch. Unser Zahngel, also das ist wirklich der Hammer, natürlich ohne Fluorid, mit Bienenpropolis, also gut bei Zahnfleischbluten, weil es nochmal antibakteriell wirkt, aufhellender Effekt durch die Aloe, die drin ist, also das ist der absolute Hammer. Hier unser Lips, das ist so unser Allrounder mit Jojoba und Aloe Vera, also gut nicht nur für die Lippen, sondern auch als Augenmaske bei kleinen Verletzungen, gerade wenn man Kinder hat, immer mitnehmen und dann gleich drauf machen, bei frisch gestochenen Tätowierungen, weil es nicht brennt, wenn die Nagelhaut eingerissen ist. Beim Hund für die Nase, ne? Dass wenn die trocken ist, dass man die einreibt, aber auch für die Pfoten gut. Also es ist wirklich so ein Stick, den sollte man dabei haben und wirklich nutzen. Nochmal so praktische, das ist für auf die Tube zu geben, dass man wirklich alles aus der Tube rausholen kann. Moisturizing Lotion, die ist mit Kollagen und Elastin, mit Mandelöl, riecht sehr angenehm. Ich benutze die zum Abschminken zum Beispiel, ne? Aber ist gut als Körperlotion, aber auch fürs Gesicht natürlich super. Hohe Jelly.
Das ist gut als Aftersun oder als Feuchtigkeitsmaske und generell ist es unser, sag ich mal, reines Gel für auf den Körper, also mit 85% Aloe Vera Gel. Natürlich als Aftersun gigantisch, wie gesagt, aber auch als Maske, Gesichtsmaske, ne? Feuchtigkeitsmaske braucht man gar nicht abwaschen, also einfach abends draufgeben aufs Gesicht und morgens dann Gesicht waschen, aber auch generell für die Haut gut und bei Verletzungen, also dann das wirklich drauf machen und dann wird der Heilungsprozess angeregt. Das war jetzt der Inhalt unserer Kiste. Also ein super Set zum Starten. Und ja, den Monat gibt es bei uns auch zum Specialpreis. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden. So, wir haben uns diesen Handstaubsauger geholt. Und der kommt jetzt hier an die Wand. Hier habe ich eingezeichnet. Und let's go, Brette, let's go, Baustellanz-Time. Schritt Nummer uno. Sitzt, wackelt, hat Platz. So, hier oben jetzt das Netzteil durchgezogen. Hier kann ich es laden. Fertig. Nee, so kann das doch nicht sein. Ah, so. Bitteschön, Dankeschön, kommen Sie wieder. Und da gibt es ein neues Rezept: Chili-Sahne-Hähnchen. Von der Shalima Angelo. Lieblingsrezept. Aber der Reis fehlt noch, nehmen wir noch ein paar Nudeln dazu. Yes, yes. Gute. Die Spiegelgas gibt es wieder Katze, ne? Die Leute da seine Zähne. Jetzt soll ich ihn hochnehmen. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Heute ist schon Donnerstag. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gevloggt habe. Also irgendwie schwierig und was wir alles mitgefilmt haben. Also auf jeden Fall, gestern war Domas Schwesters Geburtstag, also Kroatias Geburtstag, da waren wir kurz gewesen. Ansonsten haben wir für den Opa gekocht. Heute ist Freitag, heute gibt es wieder Fisch. Ich glaube, der Doma hat immer so ein bisschen das Essen mitgefilmt. Und ja, es gab wirklich die Woche über viel, viel zu tun. Ja, es sind noch zwei neue, die Bestellung hatte ich euch ja gezeigt, genau, die gekommen sind. Jetzt muss ich heute auch noch ein paar Bestellungen, also wirklich einige Bestellungen fertig machen. Also heute ist wieder viel mit Arbeit, wie immer eigentlich. Ja, gestern ist das Buch reingeschneit, das Gesetz, nee, die geistigen Gesetze. Und zwar sollten wir uns das bestellen. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich mache ja gerade meinen Reiki-Meister. Und der Reiki-Meister geht ein Jahr und im Prinzip hat man jeden Monat eine Einzelstunde mit meiner Reiki-Lehrerin, also mit der Yvonne Friedl. Habt ihr auch auf dem Kanal schon kennengelernt, wir hatten ja einen Podcast auch zusammen. Wen das interessiert, geht am besten mal auf den Reiki-Podcast, da wird alles erklärt, um was es da geht. Auf jeden Fall haben wir aber auch, also auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, ob zwei, aber auf jeden Fall ein Seminar, wo wir mit allen Reiki-Meistern zusammen machen und das Seminar nennt sich die geistigen Gesetze. Und dafür habe ich mir das Buch bestellt und habe da gestern schon mal reingelesen und muss sagen, es ist richtig, richtig gut. Also ich denke, ich werde es auf jeden Fall, bevor wir das Seminar wahrscheinlich haben, schon durchgelesen haben, weil es echt mega interessant ist. Und ihr könnt ja mal sagen, ob euch sowas auch interessiert. Dobro jutro, guten Morgen. Hallo, wie geht's Leute? Ich hier mit Harrison schon unterwegs. Down by the river. Bin mega müde. War erst, ich glaube, das letzte Mal auf den Wecker geschaut, 3.38 Uhr. Hab erstmal bis um 2:30 noch die Sachen von Twitch fertig geschnitten, wobei heute alles fertig ist. Es ist noch ein Mario Gameplay offen, aber schon ein bisschen länger wach gestern, weil ich unbedingt mal das Thema Reactions ausprobieren wollte und hochladen möchte, und hochgeladen habe. Und ja, gucken wir mal, wie das ganze Thema anläuft, wie das gut ankommt oder auch nicht ankommt. Und ja, deswegen war es ein bisschen später und dann direkt runter ins Bett. Und noch ein bisschen Hype, nicht ganz so müde. Und da war es bestimmt erst 4 Uhr, als ich eingepennt bin. Jetzt haben wir 8 Uhr. Ja, es geht. Es muss weiter. Also, ciao, ciao. So, erstes Unboxing. Sally.
habe euch ja die letzte Bestellung schon gezeigt. Zum Geschenk sind Hitchis drin. Ich hatte euch ja die letzte Bestellung schon gezeigt und da war nochmal ein 10€ Rabattgutschein drin. Und da ich eh von den Pfännchen nochmal wollte, hatte ich euch auch gezeigt, dass ich von denen schon zwei habe. Und ich finde die ganz praktisch, zum Beispiel, wenn man Schafskäse machen möchte, ne? Was man ja beim Grillen auch öfter macht, finde ich das ganz cool. Oder natürlich könnte man auch Tiroler Gröstel da drin machen, ne? Also ja, von denen habe ich nochmal zwei bestellt, dass wir insgesamt eben 4 Stück haben. Ja, meistens immer zum Essen zu dritt mit meinem Opa. Oh, da ist ja nochmal ein 10€ Einkaufsgutschein. Ja, wir brauchen aber nichts mehr, weil es gibt nichts mehr. Das hat ja selten was mit Brauchen zu tun, ne? Ja, aber das, was ich gerne hätte, gibt's ja nicht. Kamera, guck mal. Und zwar, die erzählt euch hier in der Kamera, dass es für Schafskäse ist. Da drin sind auch solche Gefäße, ein bisschen kleiner. Ja, es gibt die gleichen, es gibt die kleineren. Nein, ich habe keine kleineren. Doch, du hast auch die kleineren. Nein, das sind die. Wie dem auch sei, ich habe noch nie Schafskäse draus gegessen. Und hier habe ich nochmal so eine Schale, die brauche ich ganz gerne zum Kochen, aber... Ich habe auch so einen großen Pizzateller von der Sally und da stellt man das drauf und macht da quasi wie so Nachos rein und außenrum könnte man verschiedene Soßen zum Dippen reinmachen oder so, ja. Auf jeden Fall. Also in deiner Traumvorstellung ist es bestimmt wunderbar, wenn du das so kredenzt und selbst. Hier so Käse schmelzen lassen für Nachos, wenn wir mal so eine Fernsehnacht machen, was wir nie machen irgendwie. Wir machen nie so einen Filmeabend oder sowas. Wir haben jeden Abend Filmeabend. Nee, jeden Abend hockst du Rechner. Im Moment ist es so, dass wir hier einen Game of Thrones Marathon haben. Ja, aber das Ding ist ja, ich schlafe schon nach, dann nicht mal der erste Staffel schlafe, also eine Folge schlafe ich schon ein und du bist oben am Rechner. Ja, ja, man muss ja mal ein bisschen twitchen, ne? Ja. So, Kamerafrau. Also auf jeden Fall waren das jetzt nochmal die Sachen und ich brauche sonst nichts mehr, weil ich hätte gern die hier nochmal in größer gehabt. Die hatte ich ja beim letzten Mal bestellt, aber die gab es nicht, deswegen die kleinen. Das hat nie was mit Brauchen zu tun, das habe ich begriffen. Dann habe ich bei Kikis Kitchen meinen Vorrat mal wieder aufgestockt. Also ich muss sagen, ich habe bei der Kiki schon, glaube ich, fast ein Jahr geholt. Über ein Jahr. Also will ich mir sagen, dass du in einem Jahr nicht in ihrer Bilanz aufgetaucht bist. Ja, weil ich habe so ein paar Sachen an Lebensmitteln, die ich mag von der Kiki. Also einmal habe ich hier die Kokoscreme bestellt. Ich muss dazu sagen, man kann das alles auf dem Brot essen, aber wir essen wirklich so gut wie kein Brot. Deswegen, ich brauche die Dinge eher zum Backen, weil ich ja fast, also ich mache, wenn ich einen Kuchen backe, meistens von der Kiki einen Kuchen. Und bei einigen Rezepten braucht man halt von ihren Cremes etwas. Und dann habe ich hier einmal Kokos bestellt. Dann habe ich hier die neue Nut-Nougat-Creme bestellt. Gut, die ein gesünderes im Keller, sage ich mal, ohne Palmfett. Dann hier dieses Kiki Fluffy Marshmallow. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich es in YouTube gezeigt habe. Ich glaube nicht, nee. Und zwar gibt es so eine Torte von der Kiki. Das ist ein Keksboden. Dann ist da drüber wie so ein Brownie-Kuchen. Und da drüber kommt das Marshmallow. Und dann tut man das mit dem, wie nennt man das? Nunzenbrenner? Nee, was ist das für ein Brenner? Ein Schneidbrenner, ich weiß es denn. Ja, das ist so ein, wo man auch Creme Brûlée anbrennt. Und damit brennt man das an. Und der Kuchen, der ist mächtig, aber er ist schon geil. Und da ich gerade, weil ich den nochmal machen will, habe ich das einfach. So, dann haben wir die tatsächlich neu, White Chocolate Cream. Die habe ich noch nicht probiert. Eigentlich wollte ich auch die Erdbeercreme, weil da hätte ich noch einige Kuchen zu machen, die ich noch nicht gemacht habe, aber die Erdbeercreme war nicht verfügbar gerade. Dann habe ich hier die Salted Caramel. Da gibt es nämlich auch so eine Art Brownie, den man da machen kann. Dann haben wir hier Milk Joy. Damit kann man auch einige Torten von ihr machen, so No-Bake-Torten, so die so nach ein bisschen nach Kinderriegel oder so schmecken. Genau. Da
haben wir noch hier. Ja, die ganz normale Haselnusscreme. Da gibt es ja einige Torten, die man damit macht. Und dann habe ich die neue Schokosoße von der Kiki bestellt, weil ich finde es auch ganz cool, wenn man so Latte Macchiato macht, dann kann man so das Glas damit verzieren. Aber sie hat tatsächlich auch Kuchen, die man damit machen kann. So, dann habe ich die Erdbeercreme von der Kiki, also Erdbeersoße. Und zwar, hier steht es auch schon, Triletsche. Und zwar, es gibt ein Triletsche-Erdbeerrezept, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe schon das Triletsche Karamell probiert und das Triletsche Pistazie, aber das Erdbeer habe ich noch nicht gemacht und das würde ich echt gern machen, deswegen habe ich mir die Soße bestellt. Und habe ich noch tatsächlich die Karamellsoße nochmal bestellt wegen dem Triletsche. Also ich fand das richtig gutes Triletsche und das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr nochmal machen zu ja, verschiedenen Anlässen kann man das ja machen. Ostern steht ja vor der Tür oder auch Geburtstage stehen ja vor der Tür bei uns und ja, dass ich das dann schon mal da habe und dann nicht wegen einer Soße da bestellen oder habe es nicht vergessen und kann nichts machen, habe ich gedacht, ja, bestellen wir das mal. Ja, das war's mit der Bestellung. Und der Kleine hat sich hier ein Papier geschnappt. Ja? Ich bin hier schon am Backen. Ich habe gestern schon die Fruchteinlagen gemacht. Da habe ich euch jetzt leider nicht mitgenommen. Also so sehen die aus. Weil die, ich da mit der Shalima telefoniert habe. Und ja, es sind drei Stück. Die habe ich schon vorbereitet gestern. Und hier seht ihr auch schon, steht auch schon bereit die Springform. Weil ich jetzt den Biskuit zubereite. Ofen ist auch schon an und jetzt geht's los. So, hier ist Eigelb, Zucker, Vanille extra. Hier ist das Eiweiß schon am Schlagen. Hier ist Mehl, Backpulver, Speisestärke. Ja, genau. Und also gleich wird das Eigelb nochmal geschlagen, wenn das Eiweiß fertig ist. Und dann wird es untergehoben und das Mehl dann auch untergehoben, dann ist der Biskuit fertig. Das ist, ja, also hier wird jetzt untergehoben, weil da brauchen wir kräftige Unterarme. Oh, kräftige Unterarme. So, jetzt wird das Mehl untergehoben. So, das wird jetzt 32 Minuten gebacken. Hier wurde über dem Wasserbad das Eiweiß geschlagen. Ich habe jetzt vergessen mitzufilmen. Ja. Das muss jetzt abkühlen. So, die Böden sind jetzt fertig. Die lasse ich hier auskühlen. Dann ist hier die Gesehmasse am Schlagen für die Schlüssel und Wasserkühl. Und hier bin ich Linsensuppe am Kochen für zum Mittagessen. So, jetzt ist die Butter noch mit drin, jetzt steht die Seite für 5 cm. So, es gibt so, die Buttercreme und hier die Füllung. Und jetzt kommen noch die Smoothies dazu, die Einlagen. Und das wird jetzt geschnitten, nochmal in 4 Teile. Und dann kann es zum Schichten losgehen. So, jetzt stapel ich das hier so hoch. Also ist der erste Boden, bisschen Creme, dann die Fruchteinlage. Jetzt kommt nochmal Creme dazu. Der Tortenring erstmal außen rum, dass es schön gerade wird. Also ihr seht schon, die Fruchteinlagen werden hier immer eingelegt und dann wird das Ganze so gestapelt. Das kommt jetzt in den Kühlschrank und die Buttercreme färbe ich noch ein. Dann lasse ich die erstmal auskühlen und dann kommt die bunte Buttercreme drüber. Das ist aus der Torte geworden. Was sagen Sie? Massiv, Anna. Also eine 90s Sweets Torte, nenne ich es mal. Also alles, was man aus den 90ern kennt. Hier die UFOs. Sauren Stäbchen, hier die Schnüre, Hubba Bubba, so eine Brausekette, Kaugummi aus Früchten, Leckmuscheln, die Lippenstifte, der Trolli-Burger, legendär. Hier dieser Chupa Chups Pfeifen-Lolli, dann generell die Lollis, dann das ist dieser Chupa Chups Dip-Lolli und hier habe ich dieses Knisterzeug außenrum. Also wenn man die Torte isst, knistert es dann auch. Hier die schönen Schnüre geflechtet, ne? Handarbeit. Dann hier dieses Getränk, dann hier diese Dinos, also alles in allem, alles, was das
90er Jahre Kinderherz begehrt. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Torte findet. So, jetzt endlich gehe ich in den Garten, aber ich mache den Garten nicht frisch oder fertig, sondern vielmehr baue ich endlich den Rasenmäher zusammen. Und dann gucken wir mal, ne, das langt nicht von der Zeit, weil dann müssen wir um 16 Uhr rüber. Auf jeden Fall wird das Teil jetzt endlich zusammengebaut. So, und da ist er. Ist schon aufgerissen gewesen, falsch herum deswegen. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal raushieven und zusammenbauen. Und wir haben ein paar Hackbällchen für morgen gerollt. Zeig. Wundergewürz. Vegeta. Vegeta, Malo, Natur. Mhm. So, das Triletsche ist fertig. Normalerweise kommt hier jetzt mit weißer Konfitüre nochmal so ein Muster drauf, aber da das für uns ist, lasse ich das jetzt. Und ja, also quasi der Teig wurde getränkt mit Milch, Sahne und gezuckerter Kondensmilch und dann eine Karamellsoße drüber. So, das ist deine homemade Bruschetta. Mäßig. Und Spaghetti Aglio e Olio. Aioli. Mhm. Mit Special Show's Case.